Eine rasante Anfahrt, oder? Das war super schnell. Ja. Ja, wir hatten eine Seilung, um diese Raupe hier zu filmen. Und stellten dann fest, man kann sich gut Zeit lassen, weil sie frisst das stundenlang. Ja, sie war sehr hungrig. Es ist die Raupe vom Ampferblatt. Von der Ampfereule, denke ich. Ampfereule. Ja. Den Falter haben wir eben leider nicht filmen können. Ja, der ist nachtaktiv. Ja, ist der Nachtfalter. Also Nacht, nicht nackt. Nacht. Nachtaktiv. Ja, faszinierend war natürlich schon, wie er da das Grüne abgrast. Die Technik ist eigentlich bei allen ähnlich. Ja. Sie haben auf der Seite diese zwei Klammern Ja. und mit diesen können Sie alles abkneifen. Das heißt immer, dass das Harte, die wasserführende Ader, die, wie sagt man, Rispe oder was ist das? Ich denke, Blattrispe. ja. Ja, die lassen Sie stehen, also. Die ist vielleicht einfach zu hart. Zu hart oder zu unverdaulich. Aber sonst nehmen sie eigentlich alles, also sie sind nicht verschwenderisch. Schau mal. Ja. Alles, was essbar ist, nehmen sie. Er putzt alles weg. Ja. Und sie werden auch groß, diese Raupen, etwa bis 38 mm. Also, Weil sie so viel fressen. ja, sie brauchen viele Nahrung. Ja. Und sie sind anscheinend auch nicht wählerisch, weil sie fressen von verschiedenen Pflanzen. Ja, und das war für uns natürlich extrem erstaunlich. Selbst die Kinder von den Schmetterlingen stellen Subunternehmer ein. Und das hier ist eine Schwebfliege. Welche weiß ich nicht. Ich konnte sie auch nicht bestimmen. Ja, man sieht es sehr schlecht, hä? Ja. Was das für eine ist. Könnte eine Frühling sein, oder? Aber sie putzt. Den Auftrag vom Bebe erhalten. Schön sauber, Ja, ja. hier sieht man mal ausnahmsweise, wie groß sie ist, also etwa 1 Zentimeter lang. Genau, ja. Ja, und das Bebe frisst weiter. Die Schwebfliege muss arbeiten und er vergnügt sich hier. Und wie engagieren Sie sich? Funktioniert das über Telepathie? Nein, nein. Sie sprechen? Ja, ich nehme was an. Also. Okay. So, das ist eine gute, gelungene Landung einer Pechlibelle. Ja. Es gibt die kleine und die große Pechlibelle. Ja, ich glaube, es ist eine große. Aber sie sind eben noch schwierig zu bestimmen. Aber so groß war sie auch nicht. Nein, nein, sie ist klein. Wie groß? Ich habe es mir nicht notiert. Nein, ich schätze jetzt mal, das war so 7 So etwas. Zentimeter, 7, 8 Zentimeter, Ja, so. so etwas. Also nicht überwältigend. Und ich denke, es ist ein Männchen. Nein, es ist ein Weibchen, es spricht. Nein, nein, das ist. Männchen Schau mal. sind stumm und hören zu. Es hat einen Bart. Sie hat ein. Er hat einen Bart. Sie hat einen Bart. Er Ja, hat einen es Bart. ist ein Damenbart. Nein, nein. Es ist sicher ein Männchen. Aber es ist so schwierig, die zu bestimmen. Auf dem Rücken schwarz und oben sieht man sehr schön die drei Augen. Die Punktaugen, ja. Sie dienen quasi als Horizontdetektor. Um die Fluglage zu bestimmen, Zu stabilisieren, weil ja. sie sehr schnelle Kurven fliegen, Ja. Wendungen machen. Ja. Und das ist jetzt. Ich nehme an, ein Weibchen.
sie können ganz verschiedene Farben haben. Ja, zart rosa irgendwie, hä? Blau rosa. Und das Auge ist oben braun, unten grün, oben braun. Ja. Oder unten auch braun. Es gibt da offensichtlich auch verschiedene Ausprägungen. Ja, ja. Aber ein sehr schlanker Hals. Und die Pupillen sind wieder zu uns gerichtet. Eigentlich alle Insekten schauen immer in die Kamera. Obwohl wir immer sagen, es sieht unnatürlich aus, wenn sie in die Kamera starren. Sie sollten eigentlich Schauspieler sein. Aber wir haben da keinen Erfolg. Ja, ja. Sie putzen sich viel die Augen, die Libellen. Mhm. Und das ist ebenfalls, wir wissen es nicht, ob es ein Männchen ist, welches noch jugendlich, ein junges Männchen, noch nicht gefärbt ist, oder ob es ein Weibchen wird. Naja, hier haben wir eine altbekannte. Eine Lederwanze. Und es ist ein bisschen eine andere Art, als wir schon einmal gezeigt haben. Ja, der Halsschild vorne ist anders. Ja, und es gibt eben keinen deutschen Namen für diese Art. Aber sie twerk halt. Ja, ja, sie machen das gerne. Ja. Wie viele Arten sind bekannt von den Lederwanzen? Von diesen, also die Oberbegriff, die Familie sind die Randwanzen, aber ich weiß es nicht, wie viele. Und dieser blaue Kerl hier? Ist einfach ein schöner Blattkäfer. Welchen? Ich konnte ihn nicht bestimmen. Es gibt ganz viele, ganz ähnliche Farben. Je nachdem, wie das Licht ist, schimmen die Farben auch anders. Daher konnte ich kann sie nicht bestimmen. Ja, eindeutig. Dieser hier ist sehr schön, die Farbe hellblau, dunkelblau, grün, ja. Kupferfarben. Und immer so schön metallisch, auch die Beine sind metallisch. Ja. Ja, die sind wirklich sehr hübsch. Und es gibt solche, die brauchen ganz bestimmte Pflanzen, um zu überleben, andere nicht. Sie sind wirklich sehr unterschiedlich. Mhm. Aber sie sind immer sehr fotogen. Ja. Wir sehen auch die Größendifferenz von unserer Klammer zu diesem Käfer. Er ist nicht sehr groß. He? Nein, ich denke, sie sind so 6, 7 Millimeter. Ja. Hier demoliert er unsere Klammer, vermutlich. Aber er hat noch eine andere Idee. Er hat gut gewirkt, man sieht schon schöne Löcher im Blatt. Ja. Ja, die Füße werden zurecht gemacht. Und er sucht irgendetwas, oder? Es sieht ganz danach aus. Ja, er hat gefunden. Ja. Er hat gefunden. Das kann ja nicht anders sein, oder? Genau. Wir sind eigentlich immer froh, wenn wir die Insekten bei der Paarung sehen. Wir können dann beobachten,
ob es Differenzen gibt zwischen Männchen und Weibchen. Und hier mussten wir sagen, die sehen eigentlich beide gleich aus. Man hat den Eindruck, das Männchen sei ein bisschen kleiner. Ja, das schon. Aber wenn man sie einzeln sieht, kannst du das nicht mehr abschätzen. Nein, man kann, nein, unmöglich. Ja. Wir sind auch nicht sicher, ob es immer dieselbe Art ist, weil sie alle so gleich aussehen. Ja, und je nach Lichteinfall, manchmal schimmern sie nachher rötlich. Ja. Und so wird ein Blatt vernichtet. Ja, es sind einfach Käfer, die sehr fotogen sind. Und ja. Wenn man so einen vor der Linse hat, man lässt nicht mehr locker, oder? Man kann fast nicht mehr aufhören. Nein, nein, man sitzt da Minuten, stundenlang, sieht zu, wie sie fressen. Es ist eigentlich immer dasselbe, aber man bekommt nicht genug davon. Man will immer das schönste Bild. Das hier war jetzt an der Grenze von unserer Kamera. Ja. Und auch von der Position her, man sieht sehr gut die Tiefenschärfe oder Schärfe, Tiefe, wie sagt man? Tiefenschärfe. Tiefenschärfe ist nicht besonders gut. He? Ja. Also, man hätte da ein Blatt rütteln müssen, um ihn einen schönen Plan hinzustellen, aber das konnten wir natürlich nicht, sonst wäre er verschwunden. Ja, sonst wäre er weg. Und auch er frisst nur das saftige, saftige Grün. Also ich denke, wenn sie in Massen auftreten, können sie wahrscheinlich schon Schaden anrichten. Ja. Aber ich habe nichts Spezielles gelesen über diese Käfer. Nein. Wir haben auch nicht massenhaft gesehen. Nein, man sieht sie bei uns ab und zu. Aber eben nur einzelne. Ja. Ja, und das wär's. Bis später. Bis dann.